Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Wir haben uns beim letzten Mal hier eine Stromversorgungspipeline gebaut aus Energietransmittern und deswegen haben wir hier ein bisschen mehr Energie. Und ja, wir wollen uns heute auf die Suche machen nach den, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Hier von unserem kleinen Freund Perlaugen, genau. Nach den Perlaugeneiern wollen wir mal schauen und mal gucken, ob wir da die blauen finden. Und ich habe mich tatsächlich mal schlau gemacht. Wir müssen dafür nochmal ins Schneegebiet. Das ist ja ganz gut. Wir haben da ja jetzt auf jeden Fall schon mal den Krebs ein bisschen... Ach, den Krebs. Den Schneefuchs ein bisschen erweitert. Um das Sprungmodul. Vielleicht kommen wir damit noch ein bisschen besser durch. Und genau, wir müssen auch mal hier den Pinguin, den Späherpinguin testen. Das trifft sich also ganz gut, dass wir da in die Richtung gehen müssen. Denn dann können wir da auch direkt mal schauen. Na, super Wetter. Direkt mal schauen, ob wir da nicht vielleicht sogar... direkt mal den Pinguin einsetzen. Ich schnapp mir den mal gerade. Beziehungsweise ich fahre den mal gerade runter hier. So, komm. Ja. Und dann einmal mitkommen, bitte. Gehen wir einmal rein. Hier, das kann ich eigentlich schon kommen. Das mache ich mal weg. Ups. Ja, so viel dazu. Wir haben ja hier unseren Kontrollraum und es ist gerade ein bisschen dunkel. Ich glaube, wir schlafen mal schnell noch eine kleine Runde. Dann können wir nämlich direkt aufbrechen bei neuem Sonnenschein, bei neuem Tageslicht. Und hier könnte ich rein theoretisch noch eine Energiezelle bzw. eine Batterie bauen. Gerade mal schnell schauen. Ionenbatterie, Gold, Silber, Lithium. Lithium haben wir, glaube ich, nicht mehr so viel. Okay, da baue ich noch zwei. Ich meine, für was anderes brauchen... Achso, Silber und Gold. Ich meine, für was anderes brauchen wir die ja auch gerade gar nicht mehr, die Würfel. Deswegen machen wir das einfach... Oder nutzen wir das einfach mal für die Energiezellen. Weil die können wir ja gerade sehr gut gebrauchen. So, apropos Energiezelle, ich muss hier auch gerade noch eine mitnehmen. Ich muss nämlich hier mal gerade tauschen. Und dann würde ich einfach sagen, lege ich mich mal schnell hier hin. Wir machen mal die Musik an und dann... ganz kurz mal ein kleines Nickerchen machen. Dann haben wir nämlich schon wieder einen neuen Tag. Und dann würde ich auch direkt aufbrechen. Jo. Ich glaube, es ist schon wieder sehr neblig draußen. So wie man es kennt. Ja. Man hat ein schönes Fenster, aber kann nicht mal rausschauen. Das ist doch perfekt. Wir müssen auch so ein Auge dann mal rauslassen. Und mal schauen, was da passiert. Wieso sind da... Achso, der Krebs steht noch da vorne. Den würde ich auch mal mitnehmen, nur für den Fall. Rein theoretisch könnten wir auch mit dem Krebs einfach wieder springen. Ich meine, der Krebs war einfach super da drin. Ach komm, wir schauen einfach mal. Wir entscheiden spontan. Prozent Energie, 94%. Hülle. Da werde ich jetzt nichts reparieren, weil, ja, hier kommt ja eh nichts Großes. Maximal die Riesengarnele, da kann ich mich aber auch wehren. Von daher, lassen wir das mal. Ich dachte gerade, die wäre da, die Riesengarnele. Das hat sich irgendwie nicht angehört wie so ein Schreihals. Ich weiß gar nicht mit der Rückfahrkamera hier, ne? Ich weiß, dass es da eine gibt, aber ich weiß nicht, inwieweit man das irgendwie einschalten muss oder so. Oder ob das ein Modul ist oder sowas. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Einstellung, die ich in den Optionen vornehmen muss. Aber ich glaube nicht. Ich habe zumindest in irgendwas umgestellt. Naja. Muss ich auch irgendwann mal gucken. Wir müssen sowieso mal überlegen, was wir dann so als nächste Projekte machen. Ich meine, wir haben jetzt die Pinguine auch gebaut. Beziehungsweise einen haben wir gebaut. Das wollten wir ja eh mal ausprobieren. Und wir haben auch beim letzten Mal ja, wie gesagt, die Pipeline gebaut. Also die Energieversorgung. Und jetzt ist halt die Frage, ne? Was machen wir jetzt als nächstes? Wie geht es weiter? Ich bin schon am überlegen, ob ich nicht vielleicht nochmal irgendwo eine Basis baue. Vielleicht bauen wir nochmal eine Basis hinten bei den Seerosen. Oder... Ja, mal schauen.
Mal schauen. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, gerne auch in die Kommentare schreiben. Dann können wir da einfach mal schauen, ob wir das mal machen. Und wir sind jeden Augenblick auch da. Einmal nochmal Schub, dann landen wir so ziemlich genau daneben. Jo, genau. Ja, Licht brauche ich nicht. Ich halte mal gerade so... Ach, cool. Das ragt aus dem Wasser, deswegen muss ich so halten. Genau. Und dann schnapp ich mir mal den Krebs. Jo. Jo. Okay, super. So, ich würde erstmal ganz klassisch hier rüberlaufen. Wir müssen eigentlich über die Brücke nach oben. Da, wo der Wurm ist. Aber ich würde jetzt erstmal gerade hier rüber gehen und einfach mal bei der Basis. Da ist ja auf jeden Fall so ein Punkt, wo wir schon mal den Pinguin testen können. Da würde ich jetzt einfach mal gerade hinlaufen und gucken, dass wir den einmal hier vorne schon mal ausprobieren. Und ich bin echt gespannt. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin gespannt, was passiert. Da haben wir so eine Stelle. So. Wie funktioniert denn das jetzt? 5. Nee, ich werde den wahrscheinlich setzen müssen. Ah, jetzt. Okay. Fernbedienung. 5. Ich kann mich gar nicht da reinsetzen. Okay, der hat einen Arm. Ist schon mal gut. Quarz. Magnetit. Oho. Was haben wir denn hier? Das ist ja schon mal cool. Nur ist die Kamera irgendwie nicht so super. Oh, das ist ja süß. Was für Selbstzerstörung, um Gottes Willen. Nein, wie im Leben. Ah, wir sehen uns mal selber. Ja, das ist auch ein nettes Gimmick. Achso, Fernbedienung. Ach nein. So, dann Fernbedienung. Das eine holen wir noch gerade mit, wenn wir schon hier sind. Das war direkt hier, ne? Ah, das sind sogar 2. Schön. Wunderbar. Dann einmal umdrehen. Oh, warte mal, was? Was? Was habe ich gemacht? Warte mal. Unten rechts haben wir das Inventar. Bewegungsstufe. Was habe ich denn gerade mit Rechtsklick gemacht? Ist das ein Selfie-Modus? Nee, ich glaube, das ist einfach ein... Ja, das ist eine 360-Grad-Kamera zum Umsehen. Das ist ja cool. Schön. Was ich mich nur frage, ne? Was mich richtig wundert... Bei dem, was mir auch gerade eingefallen ist, bei dem Leviathan im Eis, da war noch irgendwie eine Probe einzulegen. Das müssen wir auch noch machen, wenn es da überhaupt was zu machen gibt. Vielleicht wurde es auch einfach vergessen. Die. 91% Energie, soweit in Ordnung. Quarz. Ach du Kacke, ich hab das Inventar voll. Dann lasse ich die 2 Quarz, lasse ich mal gerade hier liegen. Ich mache mal kurz leer und dann gehen wir nach links rüber. Jo, Vorrat ansehen. So. Ach Mist, jetzt muss ich aber doch nochmal drehen. Also nochmal hochdrehen, sonst komme ich gar nicht an die Kiste ran. Jo, schön. Wie ist das eigentlich mit dem Pinguin? Wenn er einmal leer ist, wie lade ich den dann wieder auf? Da gibt es bestimmt irgendwo eine Stelle, wo ich die Batterie tauschen kann. Oh. Und rein da. Also 3 passen nicht. Dann so. Ach nee.
Dann so. Ah, okay. Ich wollte mal ausprobiert haben, ob man da Schaden bekommt, weil das hätte mich gewundert. Die sehen nämlich nicht so aus, als ob man die mal eben streicheln kann. Natürlich alles für die Wissenschaft. Da gehen die Gradzahlen runter. 3 Grad haben wir hier gerade. Und wir schauen mal. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein und dann gucken wir mal. Ich habe jetzt doch erstmal nur grob geguckt, weil wenn das ja hier schon ist, ne, dann können wir ja hier auch mal gucken. Vielleicht finden wir so noch mal was. Vielleicht finden wir so noch ein paar Stellen für den Pinguin. Deswegen gehen wir einfach mal auf gut Glück rein. Und dann können wir ja immer noch schauen. Weil ich bin mir sicher, dass wir noch ein paar Stellen finden werden für den Pinguin. Ah, Kupfer. Das ist tatsächlich diese Röhre, wo ich mal rein bin, glaube ich. Ich bin schon mal froh, dass ich mit dem Krebs hier durchkomme. Und ich glaube, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Noch sind wir bei 100% Haltbarkeit, das ist gut. Das müsste wirklich irgendwie so ein... Was ist da? Ja, da kann ich leider nichts machen. Es müsste wirklich irgendwie so eine Sicht geben, dass man hier durch den Schnee schauen kann. Waren wir hier schon mal? Das kommt mir sehr unbekannt vor. Was? Wieso hier drin? Gerade nicht. Warte mal kurz. Ich greife mal gerade hier drauf zu. Dann nehme ich mir da ein bisschen was mit. So. Und weiter geht's. Achso, stimmt, das ist ja das Phasentor. Ich wollte gerade schon sagen, wieso sehen wir denn das Ding noch? Wir sind doch schon durch, aber ja, wir haben ja geladen, damit wir überhaupt weitermachen können. Hä? Warte mal, okay. Ja, so viel dazu. Das war gar nicht geplant. So kann man sich verlaufen. Aber das Wetter ist halt auch echt einfach grauenhaft. Zudem ich, wenn ich jetzt wahrscheinlich irgendwelchen Infos folgen würde, wo man lang gehen muss, könnte ich gar nicht folgen, weil ich zu wenig sehe. Und mich dann ganz schnell verlaufe. Ich kann mich erinnern, dass wir das hier einmal gemacht haben, vor nicht allzu langer Zeit, und das geklappt hat. Genau. Sind wir nämlich oben. Was ist da noch? Ach nee, das ist einfach Wiese. Da haben wir aber noch nicht so ein Ding gefunden. Oh, da ist... Ja, cool. Nice. So, mein kleiner Freund. Ich sehe da hinten schon was Grünes leuchten. Du schnappst dir das bitte einmal. Genau. Rein da. Ready for my assignment. Das nehme ich mir mit. Ba-ba-ba-ba-da-ba-ba. Da haben wir noch ein grünes. Jetzt können wir uns umsehen. Aber tatsächlich ist hier nichts weiter. Ja, das Quarz lasse ich jetzt mal hier. Kann man ja immer noch holen.
Ja. Das kann man immer noch holen. So, jetzt E drücken, nicht Q. Das ist fies, dass die Tasten so eng zueinander liegen. Könnte es mal langsam hell werden? Das würde mir schon mal echt weiterhelfen. Hier ist noch eine Höhle. Da komme ich auch mit dem Krebs gerade noch so durch. Ach so. Okay, wir sind schon ziemlich weit durch. Durch. Hier geht es wieder langsam zurück. Wir gucken mal, dass wir dahin laufen, wo kein Wegpunkt ist. Okay, ach nicht Krebs, Wurm ist da. Okay, das war knapp. Da hätte er mich fast in die Ecke gedrängt. Und jetzt wird es langsam hell. Oh, Gott sei Dank. Muss ich nochmal gerade gucken, waren wir hier gerade drin oder ist das was? Ne, ich glaube, das ist das, wo wir gerade waren, ne? Genau. Oder? Ja doch, das hier ging es hoch und da ist, ja. Gut, dann sind wir hier eigentlich durch. Haben wir hier alles aufgeklärt? Dann würde ich jetzt einfach mal querfeld einlaufen. Einmal darüber. Ja, genau. Und dann einmal hier hoch. Oh, nicht so weit. Was haben wir denn hier? Ach, hier waren wir doch vorhin. Ich lauf mal hier lang. Da waren wir auch schon dran. Da haben wir uns mal bedient. Komm schon. Das schaffen wir aber. Das schaffen wir easy. So. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo wir rauskommen. Ich will mal gerade was gucken. Im Idealfall würden wir irgendwo rauskommen, wo dieser Eissee war. Ja, guten Tag. Okay. Genau, da wo dieser Eissee war, denn da ist wohl eine Höhle in der Nähe, wo wir denn das auch finden sollen, tun können. Hier ist es nochmal mit den Leitern. Ich bleib mal kurz hier stehen und schau mal ganz kurz. Moment. Okay, ich habe gerade mal geschaut. Wir gehen nochmal zurück. Ich hoffe, dass wir nochmal die Stelle finden, wo wir eben waren. Oh, Moment, warte mal. Das könnte schon was sein. Ich guck mal gerade. Wir sehen mal zu, dass wir die Eier noch finden. Moment, ich guck mal nochmal gerade nach. So, also, ich gehe jetzt einfach mal links. In der Hoffnung, dass wir da rauskommen, wo wir rauskommen müssen. Ja, das sieht perfekt aus. Und dann müssen wir einfach mal hier runter. Was ist denn hier los, sag mal? Kann ich hier nicht eine reindrücken? So, ja natürlich. Ich kann, wenn ich dem eine hau. So. Und hier sind wir tatsächlich auch richtig. Hier sind wir richtig. Und da liegt auch schon so ein Ei. Ja, super. Ja, guten Tag. Ich bin hier, um dich mitzunehmen. Und dich auch. Ja, nehme ich euch mal mit. Vor allen Dingen, die Eier sind voll cool konstruiert, dass sie so stehen. Kupfer und Silber. Ja, komm, Kupfer nehme ich mit. Silber kann hier bleiben. Das gibt's en masse. Na schön, dann sehen wir mal zu, dass wir direkt mal wieder zurückkommen. Dann können wir die Eier nämlich direkt mal, oder zumindest das eine, können wir direkt schon mal ausbrüten lassen. Und, genau, dann würde ich sagen, wenn wir zurück sind, lassen wir mal den einen, das eine Perlauge, lassen wir mal frei. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. So, ich sehe erstmal zu, dass ich ein bisschen Land gewinne. Ist halt richtig cool mit diesen Sprüngen vom Krebs.
So, da müssen wir hin. Und ich glaube hier, das ist so ziemlich der schnellste Weg zurück. Ich habe nur irgendwie immer das Gefühl, hier, das ist ja das Gebiet, wo diese ganzen Leitern sind, ne? Dass da noch irgendwie was versteckt ist. Wobei, das ist vielleicht doch nicht der schnellste Weg zurück. Aber ein Weg. Oh Gott. Das sind schon Soundfails. Ah, hier ist das Eisding, was ich meinte. Aber ich meinte eigentlich das, was wir eben hatten sogar. Das heißt, es gibt sogar mehrere. Aber das Eis sieht halt nach wie vor immer wieder cool aus. Oh Gott. Oh Gott. Jo, hier sind wir am Ausgang. Perfekt. Mann, das war jetzt mal richtig cool. Schön mit Schwung. Okay. Nice. Das hätten wir geschafft. Dann steige ich mal wieder ein. Und hau mir die hier noch rein. So. Und davon war. Ja. Ein unbekanntes Ei. Interessant. Interessant. Na schön, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wir sind nämlich schon wieder am Ende einer Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und genau. Dann brüten wir das hier beim nächsten Mal direkt aus. Wir schauen dann vielleicht auch beim nächsten Mal, dass wir hier das Portal-Ding, dieses Portalwerkzeug mal bauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.